Alles klar, Freunde, und weiter geht's bei Detective Pikachu. Wir sind auf der Suche nach Evoli. Wo ist Evoli? Wir gucken uns erstmal schön die City an. Warte mal, das ist... Warte, ich hab den letzten Part gesagt. ich hatte gerade in Erinnerung, dass Evoli, ist mir gerade aufgefallen, in die Einkaufszentrum sein sollte. Ich meinte aber immer dieses Haus hier. Ich meinte nicht das Einkaufszentrum. Ich meinte mit Einkaufszentrum das Haus, aber ihr werdet es erst ein Part nachher sehen oder so. Also, wir werden es hier schon in den Kommentaren darüber geschrieben haben. Aber, ja, wir gucken uns erstmal die Stadt an, wie gesagt. Wir gucken erstmal jetzt alle, ja, was jeder will hier. Okay, was war mein Freund? Er ist aus dem Kopf entwickelt, als ich in ein Wasser aufgehe. Ah, okay, nice, ja, das ist mal. Und, Pokémon sind aber abgecheckt. Jetzt gucken, lass du einfach mal nachschauen. Lass einfach mal nachschauen, was hier abgeht. Hier, das ist das Einkaufszentrum. Oh la. Ja, mach ich. Oh, süß. Süß. Soll ich was reinwerfen, Sandern, oder was? Ah, komm wieder her, Sandern. Komm wieder her. Mein Smogon ist der beste Partner, den man sich vorstellen kann. Wenn es wütend wird, spuckt es giftige Gase aus, aber ansonsten ist er total lieb. Ja, okay, ja, früher sterben, okay, alles klar. Mit Smogon, it is. Okay, jetzt gehen wir mal zum Pokémon, zum Einkaufszentrum. Ding, 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 ding. Hallo, wir laufen so nach Evoli. Okay, danke, ciao. Hallo, Oma. Okay. Hallo, ihr zwei. Bide. Bide. Oh! So, jetzt mal. Ja. Was geht hier ab? Videospiele, erstmal dein. Erstmal dein, guck mal, was abgeht, Freunde. Wie hast du Spiele in Angebot sind hier an der Stelle? Ja, indem ich das aufnehme, ist nämlich Black Friday. Mal gucken, ob hier im Spiel auch Black Friday ist. So, Leute! Triplette, ja? Ja, genau. Triplette, ja, kennen wir. Hast schon mal die Schalleffekte Eisschiff eingesetzt? Mein Freund, den Fick, Schalle oder Eis, haben sie angesammelt. Sehr, sehr effektiv. Oh, Junge. Ah, hier gibt es DMs, stimmt. Jetzt rüsten wir uns mal ein bisschen auf. So, ich werde das kaufen, mein Freund. Und zwar gibt es uns erstmal... Oh, lol, okay, jetzt... Wie viel Pokémon? Okay, wir wuppen auf 50 auf. Genau. Pokébälle, hast du eine Pokébälle? Pokébälle haben wir. Ich habe 190 Pokébälle. BD. Trank haben wir gar nicht. Super Trank brauchen wir auf jeden Fall. Gib schon mal 10 Stück davon bitte. Auch in die Einkaufsliste. Dankeschön. Vielen Dank dafür. Alright. Pikachu zahlt. Und jetzt gehen wir aber mal hier. Der Dude sollte TMs haben. Es sei denn, es ist ein Stockwerk drüber. Ah, okay. Perfekt. Und was gibt's hier? Was? Drachenroute? Kaskade. Das sind geile TMs, Freunde. Ich hole mir auf jeden Fall Spukbahn. Warum? Weil ich gewillt bin, wie ein Altroller zu fahren. Und TMs muss man nur einmal kaufen. Das wurde seit längeren, weiß ich vielleicht wann welche Edition genau, ich habe es mir ganz im Kopf, aber es wurde schon seit langem geändert. Andere Sache ist aber Schillock. Ist ein Schillock auf Angriff? Er hat einen Angriff-Schiller. Kaskade wäre nicht verkehrt für Schiller, um ehrlich zu sein. Peter Knoss, Spezialangriff. Ja. Oh, Taubus hat mehr Spezialangriff, okay. Okay, ja. Eisenschweif für Sandern wäre nicht schlecht. Falls es schon Eisenschweif erlernen kann, das weiß ich nicht. Eisenschweif, Drachenmutter wäre auch krank. Unser Geld reicht eigentlich für Drachenroute. Nimm mal Drachenroute auf jeden Fall. Drachenroute zwingt Pokémon sich auszuwechseln, gegnerische Pokémon. Kärtern ist auch nicht schlecht, aber ich bräuchte das nicht unbedingt. Kaskade auf jeden Fall für Schillock. Ah, jetzt habe ich auf Eisenschweif verzichtet. Okay. Ja, wir haben nicht so viel Geld, was soll's. Das reicht mal, glaube ich, für den Anfang. An TM. Nice, das ist gut. Das gefällt mir. Hyperschall brauchen wir nicht unbedingt. TM-Box, hier TM-Box. Und zwar, was haben wir bekommen? Oh, wir haben so Drachenroute hier.
60er stark, genau. Putzt das Ziel vom Feuer und wechselt es mit einem anderen Pokémon aus, richtig. Aber wenn mich alles täuscht, greift Drachenroute zuletzt an immer. Es hat niedrigste Priorität. Okay, Glutexo kann noch kein Drachenroute, aber Glurak sollte das können. Glurak sollte das können. Sander kann es auch nicht. GG, das haben wir umsonst gekauft. Aber Kaskade bekommt unser Schillock. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aquaknarre, weg damit. Nice, nice. Das gefällt mir. Jetzt hat Schillock mal eine schöne Attacke. Eine gute Attacke hat Schillock jetzt schon mal. Sehr schön. Korrekt. Cool. Ups, lol. Oh, noch richtig sortieren ganz kurz. Das gefällt mir schon mal auf jeden Fall. Ups. Das ist schön. Sehr gut, Schillock. Schillock. Alright. Guck mal Sander an. Ey, wie süß. Ah, die tauschen ab. Ja. So, ja, genau. Alpol und Wiggins im Tausch zu Gengar. Und du? Vertauscht dein Kangama. Ah, okay, süß. Ah, hier hat's wieder Spiel, oder was? Ey, Pokémon Quest Werbung. Oh, Sander ist auch geht auch auf. Komm, Freunde, eine Runde LOL. Ja, genau. Geil! Kommt alle League of Legends! Pokémon Quest, krass. Was läuft hier? Kampfspielen. Pokémon Tekken oder was? Geil! Was gibt's aber bei dir? Ah, da gibt ein TM. Rechte Hand. Ja, stimmt. Okay. Früher war es ein anderer TM natürlich. Okay, danke. Hau rein. Ciao. Danke dafür. Ah, bis jetzt gibt es noch keine Sales, ne? Aber wir brauchen Tee. Ah, ne, Tee haben wir von Rocken bekommen. Ich bin mir sicher, damals war es an sich irgendein Wasser, weil ich bin immer hier hoch in den Automaten und hab mir Wasser rausgeholt. Und es hat gereicht. Oh. Das muss nicht unbedingt sein. Noch nicht jetzt. Wir haben noch gerade kein Pokémon, was wir unbedingt mit einem Stein entwickeln müssten. Bin mir ziemlich sicher, dass eigentlich... Ich wusste es. Ich hatte noch nie einen Alola Sandan. Sandama braucht eigentlich keinen Stein, um sich zu entwickeln. Und ich habe mich gefragt, wie ist es bei Alola Sandan? Er braucht einen Eisstein, um sich zu entwickeln. Okay. Ich werde Sandan mal vor noch nicht entwickeln, weil ich nicht weiß, ob er nach der Entwicklung neue Attacken lernt. Weil bei manchen Pokémon, die erlernen deutlich weniger Attacken, nachdem man sie mit einem Stein entwickelt. Ich schaue einfach mal kurz nach nebenbei, Freunde, wenn ihr nicht böse seid. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und ja, so wird man... bei sowas gucke ich auf jeden Fall nach. Nicht, dass ich da Käse baue, sag ich mal. Weil Sandan würde ich echt gerne mitspielen. Im Team haben würde ich gerne Sandan. Also Alola Sandan. Ah, genau. Ah, das ist Pikachu, wieso bleiben. Es gibt nämlich... was habe ich gesagt? Ja, mit Sandan habe ich noch nie gespielt. Mit Alola Sandan. Noch nie im Team gespielt. Deswegen würde ich da gerne alles richtig machen. Also das ist alles richtig, sondern... Das mit Attacken zumindest jetzt. Hey, süß. Was geht hier? Accessoires? Ach, Bändchen? Hä? Ist für Evoli irgendwas oder was? Ah, können wir hier Klamotten kaufen? Nee, stopp. Blümchen und so. Hä? Das will ich nicht für Pikachu. Aber eine Brille wäre nicht schlecht. Brillen? Ja, wie sehen die aus? Partybrille. Ja, wenn ich wüsste, wie die aussehen, mein Schatz, dann würde ich es auch geben. Die Moneten dafür. Ja, nee, so läuft das nicht hier. Wenn ich wüsste, wie das aussieht, dann würde ich hier auch was geben, my darling. Ah, was ist das? Puck, dicker Hut? Was? Das sieht so falsch aus. Es sieht so falsch aus.
Das sieht so falsch aus. Zieh ich mein Pikachu nicht an. Never. Aber jetzt Hütchen. Oh, das ist eine Krone. Das habe ich nur für die Pokémon. Sommerhut sieht so elegant aus. Ja, ich weiß. Ja. Hm. Die Krone sollte wahrscheinlich elegant sein, ne? Wir lassen es mal vorerst. Wir lassen es mal vorerst. Guck, hier habe ich mir was rausgeholt. Hä? Was ist los? Getränkautomat. Ja, lass mal hinkommen. Was sagst du? Auf was hast du Bock? Limonade? Let's go. Immer das Zeugste für Pikachu. Ah, ich habe, by the way, ich habe es falsch gesagt. Hier, Sand entwickelt sich schon Level 22 zu Sandama. 28 ist total falsch im Kopf. Level 22 war das schon. Ich habe es im letzten Part gesagt. Ja, komm, was ab. Tafelwasser, ich hab doch Limonade rausgeholt, oder nicht? Warte mal, hab ich nicht Limonade rausgeholt? Die sollte mir nicht. Die sollte mir nämlich für die anderen Getränke auch was geben. Habe ich nicht Limonade rausgeholt? Ich bin ziemlich sicher, hab ich Limonade rausgeholt. Ja, Sprudel. Nee. Ja, okay. Wir sollten auch TMs von dir bekommen. Für jedes einzelne Reflektor und genau, noch eins. So, jetzt schauen wir mal hier. Attacken von unserem Boy. Okay, der lernt schon einiges. Nachdem er sich auch entwickelt hat. Let's go Pikachu, let's go Evoli, shit's an. Oh, und warte mal, BD. Jetzt Moment, ich war beim falschen Pokémon. Ha, wo er Sand dann kam auf. Kann ich gegen die kämpfen, gegen die Topsy? Nee. Oder die fangen, meine ich, fangen. Hier, jetzt habe ich die Attacken für Alola-Form. Okay, das erlernt schon gute Attacken. Ah ne, das ist durch TM, TV. Aha, siehst du, durch Vorentwicklungen. Ja. Das erlernt einfach nichts nach Levelaufstieg. Durch die Vorentwicklung erlernt es. Müssen wir mal gucken, was bis welches Level ich Sunner trainieren werde. Weil wenn ich ihn jetzt entwickle mit dem Stein, dann erlernt er keine Attacken mehr. Sondern nur durch die Vorentwicklung, durch Sandern. Deswegen müssen wir uns da ein Level aussuchen. So, jetzt gehen wir von hier aus mal nach rechts. Ich habe leider keinen Surfer. Das ist die Spielhalle. Wie abgeratzt sieht denn das aus? Durch Levelaufstieg vor einem Moment, Freunde. Hier. Bis Level 36. Dann erlernst du auf Level 36 erlernst noch Blizzard. Bis Level 36 bringen wir unser Sand, dann entwickeln wir uns. Das ist nämlich die letzte Attacke, die es dann erlernt. Okay, das merken wir uns. Guck mal, da links die zwei Penner. Team Rocket, die haben Dragosso. Soll auch eine gute zocken? Hä? Dürfen wir nicht, oder was? Ja, ich kenne das Spiel. Alles Zocker hier, Freunde. Oh je. Oh je, alles Zocker. Du? Mach mal einen Schritt zur Seite, Mann! Ich weiß, dass da was ist. Beweg dich.
Geh mir aus dem Weg, mein Freund. Geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg. Team Rocket, ich komme nach. Ich komme zu euch. Ihr bringt mir sofort Dragosso zurück. Und ihr gebt mir dieses Silphco. Ich komme. I'm coming at you, man. I'm coming at you. Wartet es ab. Wartet es ab. Wartet es ab. Ja, verbrennt mal. Ich schaue noch ganz, Freunde, ganz kurz eine Sache nach wegen Sandan. 36 war es aber mit einer TM können wir dann Sandama Eisenschweif beibringen. Also Eisenschweif müssen wir uns merken, wollen wir uns auf jeden Fall auch noch holen. Auf jeden Fall. Okay, ich habe nicht eine andere Sache noch nachgeschaut, wegen Evoli. Ich habe jetzt einfach nachgeschaut. Man bekommt Evoli nicht, ja hau ab jetzt, von dort wie, man bekommt Evoli nicht wie früher, sondern man kann sie auf, in Let's Go Pikachu, auf Route 17 fangen. Schaut jetzt her, Freunde. Schaut jetzt her. Habt ihr das gehört? Trex Team Rocket. Seht ihr? Ihr Versteck ist da unten. Da oben ist die Sylph Corporation. Halt's mal, Junge. Ihr kleinen Penner, kommt jetzt mit runter. Ja, ich hab's schon, ich hab's schon. Na, ihr zwei kleinen Penner? Ein Flugkörper, der zu unserem Namen passt. Ich verstehe nur am Bahnhof. Masur, ich gebe dir noch einen Tipp. Der Name des Flugkorps reimt sich auf Pakete. Rakete. Ja, was damit, die kleinen Penner? Ihr dummen Penner, ich stehe hinter euch. Ihr habt Team Rock, ihr habt Dragosso schon abgegeben. Ihr habt Dragosso schon Giovanni gegeben. Ihr seid solche verdammten Penner, ohne Spaß. Wieso darf ich nicht gegen die kämpfen? Und wieso darf ich nicht ihre Nasen brechen? Freunde, wir sitzen im Rocket-Versteck. Sandan macht dir immer noch einen auf Beyblade. Und hier holen wir die Sylph Corporation, Freunde. Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's los. Was ist ein Spion? Rocket Set. LOL! Aber die merken trotzdem, dass es eine Verkleidung ist. Aber Rocket Set? Rocket? BD? Warte. LOL. Alter, das hat schon was, aber ich laufe nicht mit Rocket Set rum. Nee, die haben's. Würden sie uns nicht entdecken, hätte es was. Aber es fällt so oder so auf, hat sie gemeint. Es fällt so oder so auf. Deswegen pfeife ich drauf. Niemand zieht den Rotz an. Niemand sagt dem, was sie Evoli angetan haben. Ich werde von jedem von euch die Nase brechen. Du bist der Erste. Du bist der Erste, mein Freund. Ja, ja, komm, ADF. Junge, komm. Ihr habt nicht mal einen Namen. Solche Lappen seid ihr. Auf geht's, Schlock. Freunde, jetzt. Das ist krass. Das ist eine geile Episode. Weil hier brechen wir die Nase von Team Rocket. Und wir werden, denke ich, gut unsere Pokémon entwickeln können. Hoffentlich. Oh! The Special Effects! BD? Smogmog! Smog! Da ging es kurz durch mir, Freunde. Mit meinen Kollegen verarscht wir immer Smogon. Oder Smogmog dann im Endeffekt. Die Weiterentwicklung. Radfalls, wisst ihr was? Wir pushen Sandan. Oh, Level 27 ist der erst. Egal, wir pushen Sandan, komm. So gut es geht, werden wir Sandan pushen. Wir nämlich so schnell wie möglich das Level 36 erreichen, dann können wir entwickeln. Olé, Baby! Let it rip! Dann hat mich. Junge, hier ist ein Panzer vor dir, Deine Fresse, Alter.
wie geil der ist. Ihr merkt schon. Sandan gefällt mir. Das finde ich cool. Alola Sandan. Sandan hat nicht schon mein Team in irgendeiner Edition. Aber Alola Sandan hat nicht noch nie im Team. Und das mag ich. Oder das habe ich gemeint mit, ich nehme Pokémon, auf die ich Bock habe. Und das ist so quasi der allererste, auf den ich so richtig Bock habe. Die nehmen wir auf jeden Fall ins Team. Ja. Okay, die Sache ist bei den Anfangs, also jetzt bei Gelb zum Beispiel, da war schon 4 Plätze mehr oder weniger belegt. Ja, durch die ersten 3 Starter. Und den konnte ich nicht wegtun, Pikachu damals. Und hier ist auch ein bisschen so. Ich glaube nicht, dass ich die ersten, dass ich Glurak, ich glaube nicht, dass ich Glurak, Totok, oh, was habe ich gemacht? Ich glaube nicht, dass Glurak, Totok und Bisasflor und Pikachu austauschen werde gegen einen anderen. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Aber ja, Sandan will ich auf jeden Fall mitnehmen. Auf Sandan habe ich Bock. Tiefschlag, oh, das war gut. Ow. Nice. Warte mal. Ist mir einfach so ganz random eingefallen, aber wir haben. Ich habe keines meiner Pokémon trägt ein Item. Ich hoffe, man kann Pokémon Item geben. Ich denke schon. Machen wir das Ganze erstmal so. Heilen wir mal Sandan? Nein, man kann dir keine Items geben. Es sei denn. Es geht hier über diesen Screen. Bitte sag mir, man kann den Items geben. Nee, sieht nicht so aus. Es sei denn, ich verpasse was. Nee. Ah. Weil Bären haben jetzt hier quasi keinen, nicht den klassischen Bären-Effekt, sondern sind fürs Fangen. Krass, keine Fähigkeiten, kein Item. Krass. Was ist hier? Sind das die Zeichnungen für das nächste Banner? Ist das die Zeichnung von Dragon Ball Super Broly Film? Oh, Spoiler, Freunde. Müsst ihr aufpassen. Das ist ein Spoiler. Junge, I'm coming at you, man. I'm coming at you. Guck mal, Sandan, das macht einen auf Beyblade einfach. Warum? Tidding. Du hast nur nicht einfach so bei Team Rock einzuschleichen. Tell me why. Spaß. Okay. Ein Pokémon, okay, let's go. Golbat, easy, easy, easy. Sandan! Ow! Beyblade! Der ist richtig drin. Sandan weiß, dass es ein Sandan ist. Der spürt das richtig. Dass er ist the Beyblade. He is the Beyblade. Ow. Mir gefällt Sandan aber richtig, Freunde. Das sage ich euch. Der gefällt mir heute. Der gefällt mir. Der gefällt mir. Oh. Ow. Ihr werdet heulen. Sandan sieht brutal aus in der Alola-Form, finde ich. Und er guckt auch, erhält auch spezielle Erfahrungspunkte. Umso besser zum Leveln dann. Nice. Das gefällt mir. This is in the place. 5 Hyperbälle her damit. Sandan, komm. Oh, wir werden auch selbst gleich zum Beyblade. Ich habe gehört, mit einem Sylph Scope kann man alles durchschauen, sogar Geschwänze. Deswegen bin ich hier, mein Freund. Mach Sache. Hypno. 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 Miau. Auf geht's dann. Könnte wehtun. Gut, gut, gut. Der ist gut, Tanky. Boah, wenn wir den vereisen würden, wäre es richtig geil. Oh! Schaut mal jetzt her, Freunde. Ah, oh, ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ich weiß nicht, ob die eine überleben. Ich gehe mal auf Nummer sicher ganz kurz. Ich hab nicht mitgezählt, ob wir eine überleben oder nicht. Aber schaut gleich her, was ich machen werde.
Spiegelcape ist quasi das Gegenteil von Konter. Oh nein! Nein? Nicht mit mir. Heute nicht, heute nicht. Nee. So nicht, mein Freund. Sondern steh mal schnell, so schnell wie möglich wieder auf, mein Freund. So schnell wie möglich. Okay, 30 Schaden macht es. Oh, es war ein Volltreffer, okay. Aber jetzt schaut mal, ja. Spiegelkleb. Kontert den speziellen Angriff des Gegners mit doppeltem Schaden. Also Gegenteil von Konter im Prinzip. Oh mein Gott. Das war ein Fehler. Raus mit dir. Oh nein. Nice. Raus mit dir. Beyblade. Ciao. Ist geil, dass der Spiegelkleb kann. Hat was. Zack, raus aber schnell. Nice, Sandan. Sandan ist unser neuer. Der gefällt mir, dieser Sandan. Au. Schwerttanz. Oh, aggressive Attacke von Sandan. Und zwar Schwerttanz. Ja, ein Wildertanz, der den Körper wecken soll. Der Angriff des Angriffs wird stark gestiegen. Bis hoch wie viel Kratz. Ja, wir brauchen eigentlich keinen Sternschauer. Weil guck mal, wir haben 9 Spezialangriffe. 9, das ist gar nichts. Der ist auf Angriff gelegt. Also mehr als Angriff als auf Spezialangriff. Auf jeden Fall, haben wir gesehen. Nimm mal Schwerttanz mit, let's go. Sehr schön. Sandan gefällt mir, Freunde. Pocket Pick. Was? Du willst Rasierblatt lernen? Nein! Welche Ehre! Bitte? Das musst du jetzt nicht extra machen. Du musst jetzt nicht extra machen, mein Freund. Aber appreciate. Nach all den Jahren, Level 31, kommt erst ein Rasierblatt. Oh je. Yeah. Oh, Mau. So. Sandan gefällt mir richtig gerade. Ohne Spaß. Out of nowhere kam Sandan. MVP Sandan. Oh, wir haben keine. Oh, wir haben jetzt zum Healen. Was macht das? Aha. Hyperheiler. Was? Auch. Ah, da ist so super Trank. Ich hab's noch nicht gesehen. Okay. Cool. Sandan MVP. Geil. So, jetzt spielen wir mal auch selbst ein bisschen Beyblade. Beyblade! Bist du bereit, Sandan? Let's go! Oh, du kannst nicht mit, schade. Was sagt Sandan dazu? Sondiert die Umgebung, ja? Machen wir weiter damit. Machen wir weiter, mein Freund. Ciao, Sandan. Und kommen wir zurück. Bam! Hier kommt's. Ah, wir hätten auch eigentlich das vorhin verkaufen können. Und uns dann Eisenschweif holen können. Ich würde gerne mal kurz dahin, weil wir dann Pokéball holen auch holen können. Wir machen hier nämlich Stopp. Genau, nice. Erholung, okay. Und jetzt sollen wir da hoch. Wir wollen. Hoch war ich nicht mehr hoch. Oben haben wir alles geholt. Gehen wir mal hier rein. So, und jetzt. Zack, zack. Dahin wollen wir nicht. Zack, zack, zack. Hat's da oben was? Ah, okay, ein Pokéball holen wir uns. Okay, genau, nice. Dann geh wieder dahin, okay. Kann ich dahin? Ja, kann ich. Okay. Aber ich muss hier raus. Ich kann da so oder so. Muss wieder von da oben probieren. Okay, okay, passt. Oh. Oh, lol. GG. Obwohl doch. So, ne? Okay, man. Sonntag kommt nicht klar. Oh, dann sind wir hier rein, genau. Oh, oh ja, passt was. Und so, okay, nice. Und jetzt wollen wir aber. Und so, upsa, jetzt, genau, perfekt, okay. Okay. Wir müssen noch einen richtigen Schlüssel holen. Du hier.
Was willst du denn hier? Gib mir den Schlüssel, Mann. Gib mir den verdammten Schlüssel, Mann. Ich komme nicht rüber. Oh, ist so geil, wenn die nur ein Pokémon haben. Waltoball. Aggressiv. Sandan MVP. Warte mal. Würde mich jetzt interessieren, ob Sandan Schaufler kann. Aber ist nicht mehr vom Bodentyp. Eis-Stahl, also müsste ich unbedingt mehr lernen. Kratzvogel, let's go. Oh, okay. Ah, schade. Schade. Sternschauer. Nice! Sandan, Freunde, oder Pocket Pick? Der ist richtig, der will's wissen, Sandan. Das gefällt mir. Nicht gut. Beyblade. Hypertrank, okay. Junge, gib mir den Schlüssel. Ah, zwei Pokémon, okay. Oh, Rettern! Au. Einfach Beyblade. Keiner weiß, warum der so eskaliert. Dunkelnebel. Paralyse ist immer so eine Sache, ey. Oh, Rettern, kannst du auch was anderes? So eine Bombe kriegst du, bam! Komm nicht schon. Dann greif doch gar nicht an, wenn du nichts machst. Boah, jetzt bin ich schon, wie Arbok aussieht. Ah, geil. Ich fand Arbok immer cool, eigentlich. Ich möchte so eine Kobra einfach. Arbok? Rückwärts gelesen? Gleich Kobra? Rettern? Rückwärts gelesen? Natter? Ja, da kommt die Namen. Spieß. Dann eine. Bam. Alter, Sandan. Ich bin überwältigt von Sandan. Ohne Spaß. Ich bin überwältigt von Sandan. Oh! Sandan? Wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Ich wusste es. Okay, aber nicht schlimm, Sandan. Alles gut. Nein, okay, jetzt ist nicht alles gut. Jetzt ist nicht alles gut, Sandan. Komm. Komm. Nicht Beleber, super dran. Wenn sich ein Kampf zieht, einfach sinnlos. So, raus mit dir, Junge. Hui, Shilock 31. Tauboga 33, korrekt. Sehr schön. Fünf Superbälle. Super. Gib mir das Fragosso, ihr Penner.
Die Sache ist jetzt. Wir haben keinen Schlüssel. Hab ich irgendwas verpasst? Ah, wir waren noch nicht unten, kann es sein? Wir müssen noch mal eins runter. Ja, ja, okay. Haben wir auch mal Paras? Paras. Sandan. Medizintasch. Haben wir Paralein? Nee. Äußätze. Gib schon mal hier Äther. Jo. Äußi. Genau. Schon eine Spritze jetzt. Der macht seinen Job echt gut und der ist erstmal Level 28. Also erstmal. Korrekt. Beyblade. Einfach auf Beyblade unterwegs. Keiner weiß, der ist da hängen geblieben. In den Beyblade-Zeiten. Jetzt lassen wir gegen die Dame da erstmal kämpfen. BD. Ja, komm nur her, komm nur her, komm nur her. Komm mit sie nur, komm mit sie nur. Ich hab mich in Sandan verliebt, in Arula vom Sandan. Der ist so swaggy, Mann. Der ist so cool. Also legit cool, Typ Eis. Ah, okay, ich hör auf. Der ist halt legit cool. Der ist einfach so stehen geblieben, GG, in der Luft. Hast du davon, Golbat? Hast du davon? Ja, bleib mal schön eingefroren, mein Freund. Keiner weiß. Der bewegt sich kurz und ist wieder eingefroren. So sahst du aus, Golbat. Jetzt raus mit dir, schnell. Ja, doch, es kann sein, es kann sein. Es kann sein. Wir haben nämlich Alula vorm Sandan. Find's Aura, oh, geil. Was ist denn das für Pokéball? Okay. By the Gods. Moment. Was geht's hier? Psst. Sonnenbomber, okay. Alles klar, dann können wir. Ja, okay, so. Oben. Sandan, guck mal, Sandan, die haben die kranksten Abkürzungen. Sandan ist geil, oder irgendwie? Der hat irgendwas. Der ist richtig, richtig nett unterwegs. X-Tempo, okay. Warte mal, da kommen wir dann so runter. So. Perfekt. Na, du Lappen? Versteckst einfach zwischen dem Regal, ey. Kein Neues. Oder was auch immer. Kein Neues. Ja, komm mal her. Boah, Tiefschlag wieder. Au! Sandan it is, Freunde. Sandan it is. Ah, schade. Fehlt noch ein bisschen. Sandan. Kann es kaum erwarten, Alula Sandama zu sehen, Freunde. Also ich weiß schon, wie das aussieht, aber trotzdem.
Level up. Nice. Level 36, wie gesagt, haben wir uns gemerkt. Bis Level 36 müssen wir kommen mit Sandan. Dann wird er auch entwickelt. Korrekt? Sandan Level 36. Sorry. Turtok 36, Glurak 36, Taubos 36, Bisaflor davor schon, 32. Läuft auf jeden Fall, läuft. Ist auf jeden Fall sehr nice bis jetzt. Mauzi, du kleiner Penner, Alter. Ich habe eigentlich nichts gegen Mauzi, der hat sich nur den falschen Klick angeschlossen. Vertraut mir. Mauzi ist eigentlich ganz gechillt. Ich meine, der hat sich das Sprechen beigebracht, Freunde, wegen einem weiblichen Mauzi. Die Story von Mauzi, ich habe gerade nur kurz darüber erzählt, ich bekomme Gänsehaut. Die Story von Mauzi ist auch brutal. Dragosso. Dragosso, ich komm! Gib mir den Schlüssel, Penner. Ryu, Ken, gib mir den Schlüssel. Fahr zu LA. Du, Ken! Und, was hast du für ein Pokémon? Slimer, ey, Slimer ist auch gut. Alter. Slimer ist auch gut. Olle, Baby! Let's Beyblade! Komprimator, oh oh. Fluchtwert steigt stark. Oh Lord, heißt, wir werden ihn schwerer treffen. Aussetzer. Du machst heute nicht mehr, Icy. Icy wurde blockiert, oder? Hab ich's richtig gelesen? Ja. Yeah. Oh no, das wird was. Das wird was jetzt. Das wird was jetzt. Aggressiv. Oh je, oh je. Oh. Oh je. Oh Lord, 6-mal gestiegen, GG. Weiter kann sein Flugwert nicht mehr steigen. Heißt, boah. Wir brauchen echt Glück, dass wir den treffen. Wir brauchen nur einen One-Punch, Sander. One-Punch, man. One-Punch, Punch, Punch, Punch. Let's go! Aber Verteidigung ist von auch gut gestiegen. Überlebt er. Ja, sehr knapp, sehr knapp. Schade. One Punch, Punch! Okay, ich höre auf. Oh je. Oh, hier ist keine Zaun, Freunde. Ja, sonst so erzählt, wie war euer Tag? Ah, lief alles gut, ich hoffe ja. Ja, bei mir ganz gechillt, Freunde, bei mir ganz gechillt. Wie gesagt, indem ich das aufnehme, ist hier Black Friday. Und heute kamen zwar in Legends die Step-Ups rein, aber ich habe immer noch nicht gesummoned. Ich warte nämlich noch ein bisschen in Global und auf Legends, bis ich das summon. Nice. Spätestens nächste Woche werde ich dann summon, beziehungsweise vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, je nachdem, wann dieser Part rauskommt. Und ja, das war meine kurze Story für diesen Tag. Danke, ciao. Jetzt geht's weiter. Jetzt gib mir den Schlüssel. Dein Ernst? Ist es gerade dein Scheiß Ernst? Ist es gerade dein Scheiß Ernst? Natürlich hole ich ihn. Ich habe einen Pikachu, du dummer Penner, Alter. Geil. Geil. Das haben die geil gemacht. Sowas gefällt mir, Freunde. Sowas gefällt. Schicken wir Sandan rein oder Pikachu? Ah, hier rauf. Ne? Ein Stuhl? Kann ich mir den Stuhl hier holen? Geil, Alter! Geil, I love it! Ah, wir schicken Pikachu hin, okay, ja, ja. Wenn wir jetzt Pikachu noch steuern könnten, das wäre insane. Das wäre brutal. Ja, können wir. I love this game, man. Das ist so ein geiles Game.
Aber hat sie irgendwas, Pikachu? Pikachu! Uff, aggressiv. Wie aggressiv, guck mal, wie. Ey, das haben die so genial gemacht, Freunde. Das haben die so gen. Kannst du hier nicht rüber, Pikachu? Hä? Pikachu? Ah, okay, cool. Ich musste A drücken. Das haben die so genial gemacht. Das haben die richtig geil gemacht. Zu euch zwei kleinen Pennern da unten komme ich noch. Ich werde euch so die Nase brechen. Das glaubt ihr gar nicht. Ja. Ich werde euch so die Nase brechen. Das glaubt ihr gar nicht. Dafür, was ihr Fragosso angetan hat. Die haben Fragosso nicht verarscht. Die haben gemeint, dass sie. Die haben nämlich gemeint, dass sie Fragosso zu seiner Mutter führen. Geil, das haben die geil gemacht. Props. Das war echt schön. Jetzt, oh Mann, ich breche euch so die verdammte Nase. Das glaubt ihr nicht. Macht euch bereit. Macht euch bereit, Freunde. Oh mein Gott. Oh, Sandan ist so ready. Das glaubst du gar nicht. Sandan ist so ready. He's so ready, man. Oh mein Gott. So, jetzt müssen wir hier nochmal durchfinden. Keiner weiß. Ah! Oh nein, war ich hier. Jetzt, Freunde. Genau das. Guck mal, Sandan, ich komme darauf nicht klar, ohne Spaß. Ja, deine Nase breche ich auch noch. Warte ab, frisch eine extra Ableistung. Ich mache mich erstmal warm. Bei dir mache ich mich erstmal warm, mein Freund. Bei dir mache ich mich erstmal warm. Ja, bei dir mache ich mich erstmal warm. Das trifft sich sehr, sehr gut. I see. Sandan, Freunde. Sandan, it is. Nebulak. Okay. Warum? Warum? Hol mir einen und sag mir warum. Ja, ja. Ja, hoppla, ja, ja. Junge. Lappen. Jetzt geht's ab, Freunde. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Team Rocket kommt her, ohne Spaß. Kommt her. Ist hier noch jemand, dessen Nase gebrochen werden möchte? Nein. Wäre auch besser so. Wäre auch besser so. Aber ihr zwei kleinen Penner. Wenn ihr, kommt her. Du bist doch hier aus dem Mundberg. Komm her. Was ihr verloren habt? Junge. Nicht nur. Ach, komm bitte. Lass den Käse, bitte. Lass den Käse. Smogmog. Oh, Beyblade. So, Freunde, ich bereite Sandan jetzt vor. Ich mache den richtig tanky. Ich steige jetzt einen Angriff. Und währenddessen soll man Shillock auf Arbok. Let's go. Gifty. Gegen Shillock. Okay. Shillock, ciao. Sandan macht es bereit. Oh, Sandan wird eskalieren, Freunde. Ole! Ole! Attack Buff! Great Erase Attack! Und nochmal. Oder so, eins reicht, eins, verdammt, eins reicht. Wir gehen beide auf Arbok. Knirscher. Okay. Oh. Okay. Und jetzt. Ah, Sandan-Idees, Freunde. Ah!
Ah? Sandan, ah? You don't know. Sandan it is. Aber während ich gleich mit Pokémon kurz healen. Super Trank. Aufsa. Unser Boy hier wie auch. War nicht Belieber. Super Trank. Genau dies. Alright. Nice. Geil, geil, geil. Sandan it is, Freunde. Guck mal, Sandan ist fast so groß wie Shilok. Und ich glaube, unser Sandan hatte noch Größe S, also war relativ klein, glaube ich. Kann mich auch täuschen. Ich wusste es. Schade. Egal, Shilok, bleib dran, bleib dran. Alles gut, Shilok, alles gut. Alles gut. So, Sandan, zeig was. Machen wir eine Kratzfuge rein. Letzte Kratzfuge, ja. Die gibt's. Ja, doch, noch Kratzfuge. Machen wir eine Kratzfuge, komm. Und Shilok mit der Kaskade. Oder kann auch Schaufel einsetzen. Let's go. Sehr effektiv. Okay, cool. Ah. Wir haben nicht getroffen, lol. Ah, okay. Er greift nur Schiller an, der Penner. Revenge! So, auf geht's mit Texo. Hallo! Okay, let's go. Sind das 40 Kraftpunkte? Ja, ja, easy. Jetzt geht mit Dragosso. Freunde, wenn wir die... Ich sag nichts, ich sag nichts. Wenn das so kommt, dann erinnere ich euch dran. Ups. Ja, ja, Knöpse. Was habt ihr gesagt? Ihr seid zwei kleine Penner. Das, was ihr Dragosso angetan habt, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Oh! Aggressiv! Gut so, Pikachu! Genau das! Gut so! Genau das, mein Partner! Genervt aus der Wäsche, alles gut, alles gut. Aber jetzt, gib mir Dragosso, ja, Giovanni, du kleiner Penner. Aber wer ist das? Wer ist das? Dragosso, die Silphco hat alle meine Self aufgeräumt. Da hat die Silphco. Silphscope. Silphco hat über das technische Know-how verfügt, um unsere Pläne Realität werden zu lassen. Hmpf, dieses Gerät macht also unsichtbare Dinge sichtbar? Wie lachhaft, ein Kinderspielzeug. Aber nichtsdestotrotz, ich bin bereit, mich auf deine Idee einzulassen. Du kannst mich den Vorbereitungen für die Übernahme der Silph Company beginnen. Atlas. Wer ist Atlas? Oder Atlas? Jawohl. Wer bist du, du Penner? Dragosso. Ja, das Maul bitte und gib mir einfach nur Dragosso, ja Mann. Ganz ehrlich, ihr dumm Team Rocket. Keiner weiß, was mit euch ist, ey, ganz ehrlich, ey. So, was ist mit euch passiert, dass ihr so drauf seid? Atlas. Atlas. Ich heiße Erde. GG. Keiner weiß echt. Flammenwurf? Wir müssen auf jeden Fall Sandan wiederbeleben. Auf jeden Fall. Sandan hat so Gutes geleistet. Das müsst ihr auf jeden Fall machen. Hopsa. Oh my god, Lord. Dankeschön. Matschbombe, wo hast du den? Es wird wehtun. All out, wir gehen all out. Ich hätte vielleicht Prinzenturbo machen sollen. Ich wusste es! Ein Leben.
Nicht gut, nicht gut. Um ehrlich zu sein, was ist nicht gut? Nicht gut, gerade schon. Nicht gut. Komm, Pikachu, rappel dich auf. Mach keinen Käse. Komm. Alles nur nichts, Pikachu. Das liegt an dir. Nein. Nein. Wie heult es zurückkommt. So süß eigentlich. Sehr schön. Nice, Level 30. Golbat, okay. Sehr schön. Sana, komm, das regelt zu mit Golbat. Let's go. Ja, ich glaube, wir haben noch Ice Heap, oder? Wir haben noch Ice Heap, schätze ich. Auf geht's, Sana. Olle! Der ist heiß. 24-7 ist er heiß. Komm schon, Sana, komm. Luftschnitt. Hm? Ne, sollte nicht. Okay, jetzt. Oh nein! Oh Mamma Mia! Eins sollten wir überleben. Okay. Sehr schön. Raus mit dir. Haha, jetzt. Und was jetzt los? Gib mir Tragosso. Vergib mir, großer Giovanni. Ich habe gegen ein Kind verloren. Giovanni, zeig du dich mal, du kleiner Pisser. Komm hier rüber. Hat mich nicht auf. Hat mich nicht auf! Oh, jetzt kämpft wahrscheinlich gegen Giovanni, aber unsere Pokémon sind so gut wie down alle. Down, 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 down. Trouble interests me. Sundown? Was heißt so gut wie alle? Ah, wir haben noch einen Hypertrank sogar. Beleben wir mal Schlock wieder. Eigentlich sollten wir gegen Giovanni kämpfen. Ups. Eigentlich sollten wir gegen Giovanni kämpfen. Deswegen mache ich das gerade. Und Pikachu. Und Ether für Sandan wäre nicht schlecht. Okay, nice. Na, du Pisser, was sagst du jetzt? Tragosso. Komm zurück, Tragosso. Gib mir Tragosso! Ich bin beeindruckt. Es ist dir tatsächlich gelungen, Atlas zu besiegen. Du hast es weit gebracht. Team Rocket ist eine. Zeig doch dein Gesicht mal, was tust du so? Für die der Finanzprofil an oberster Stelle steht. Pokémon sind für uns Zeit als ein Mittel zum Zweck. Werkzeuge, mit denen wir unsere dunklen Machenschaften in die Tat umsetzen. Und ich, Giovanni, bin der Kopf dieser Organisation. Ja, ich auch einen großen Kopf, Junge. Ja, Tragosso! Wie bitte? Du willst, dass ich dieses Tragosso hier freilasse? Tragosso, komm her, bitte. Oh, guck mal, Stobilikat-Gemälde hinten. Das sieht richtig geil aus. Das alles auf der Schleißtüchchen so. Scheint, das hat mir jetzt mit einem ganz besonderen Ungeschick zu tun und doch bist du nur ein Kind. Du wirst es bitte bereuen, dich gegen mich aufgelehnt zu haben. Halt deine dumme Klappe. Und mach deine Nase bereit. Das ist eine schöne Free-to-Play-Nasenoperation von mir. Eine schöne Free-to-Play-Nasen-OP. Was will dein Stabilikat gegen mein Sandan machen? MVP Sandan. Was? Sag mir! Sag mir, was willst du machen? Boah, Level 35, okay. Schlitzer.
Schlitze. Okay, fließt die Schlitze ab. Muss ich kurz gucken. Ohne Volltreffer natürlich. Okay, 13. Also ein Schlitze überleben wir. Wenn es ein Volltreffer wird, dann heule ich nachts. Ich schäme mich einfach. Ich habe keine Lust, das so hinauszuziehen. Danach hauen wir den um, den Penner. Let's go! Ja, by the way, Freunde, die Episode gerade ist sehr, sehr lang. Das ist, glaube ich, die längste. Aber ja, ich will halt nicht zwischendurch cutten. So, wir waren als. Wir haben heute so Team Rocket war das Thema. Sylph Company und deswegen, das sollte ich auf jeden Fall einnehmen. Ist halt jetzt eine Stunde so, legit. Schwierig. Eine Stunde ist schon lang. Muss einfach mal gucken, ob ich das dann quasi an einem Tag, also ein Partner raushaue, an einem Tag oder so. Mach ich auf jeden Fall. Anyway, so. Bam. Raus mit dir. Ja, was jetzt, Giovanni? Was jetzt? Was? Wie ist das nur möglich? Ja, RF. Stimmt, meine Nase hast du, Junge. Voldemort. Er hat gedacht, dass ich mich einmal von einem Kind besiegen lasse. Na schön, das gehört dir. Mach mit ihm, was du willst. Außerdem will ich, dass du dich das hier nimmst. Sieh es als eine Art Entschuldigung dafür an, dass ich dich nicht ernst genommen habe. HDF, Junge, ganz ehrlich. Hä? Das hat das Symbol von dem Team Rocket von Sonne und Mond, glaube ich. Ja, zieh ein, Junge. Naja, wir sehen uns. Keine Sorge, wir sind so früh genug. Dragosto, endlich. Endlich. Hey, Dragosto, holen. Auf dem Weg zurück nach Lavande. Wir sehen uns gleich. Genau, wir sehen uns. Dragosto, wir sehen uns. Freunde, machen wir hier Schluss. Und dann sehen wir uns danach wieder, Freunde, im nächsten Part. Und wir haben endlich Dragosto quasi befreit aus Team Rocket. Machen uns dann auf dem Weg zu Lavande wieder. Und dann wird es zum einen schön, aber zum einen auch traurig. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.